Die deutsche Castingshow DSDS läuft seit 2002 bei RTL. Dieses Jahr ist Sänger Pietro Lombardi als Juror dabei. Ein Kandidat der Show hat es ihm besonders angetan. DSDS, Deutschland sucht den Superstar, DSDS, begeistert die TV-Zuschauer in diesem Jahr mit Pietro Lombardi in der Jury. Seit dem 5. Januar läuft die neue Staffel der beliebten TV-Show wieder im RTL. Es ist bereits die 16. Sendung. 2002 startete die Castingshow zum ersten Mal, bereits mit Dieter Bohlen in der Jury. Seitdem wird die Show jährlich mit dem Pop-Titan als Chefjuror ausgestrahlt. Basierend auf dem Konzept der britischen Sendung Pop-Idol werden durch Bewerbungen und deutschlandweite Castings Kandidaten für die Talentshow gesucht. Die Teilnehmer stellen sich anschließend in mehreren Runden, den sogenannten Recalls, der meist vierköpfigen Jury. Entscheidend ist sowohl ihr Gesang, als auch ihr Auftreten. Pietro Lombardi, der DSDS gewann, konnte mit seiner hauptsächlich mit seiner witzigen Art punkten, sein Gesangstalent war nicht das Beste. Nach der Qualifikationsrunde bei DSDS sind in der Motto-Show die Zuschauer gefragt. Die Teilnehmer treten dort zu verschiedenen Themen, wie Lieblingssongs oder Alt und Neu, gegeneinander an. Im Anschluss entscheidet das Publikum, wer den Einzug in die nächste Runde verdient hat. Der Sieger der TV-Sendung erhält einen Plattenvertrag und seit 2018 eine Siegerprämie von 100.000 €. Der Betrag wurde nach der 14-Punkt-Staffel herabgestuft. Im Laufe der 16 DSDS-Staffeln hat die Show dabei schon viele bekannte Gesichter gesehen, nicht nur Pietro Lombardi. Sowohl als Jurymitglieder als auch als Moderatorin holte Dieter Bohlen einige Prominente mit ins Boot. So startete die Show 2002 mit der schweizerisch-italienischen Moderatorin und Sängerin Michelle Hunziker in der Moderation. Einige Staffeln später saß unter anderem Bruce Darnell, Choreograf und Model, auf einem der Juryplätze. Der US-Amerikaner wirkte später bei der Castingshow GNTM und dem Supertalent ebenfalls in der Jury mit. 2013 zählten zudem gleich zwei Jungs von Tokyo Hotel zur Bohlen Crew. Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz bewerteten in der 10. Staffel die Talente. Außerdem durften sich der Rapper K1, DJ Antoine und YouTuberin und Sängerin Shirin David zu den Jurymitgliedern zählen. Auch einige der Finalisten und Sieger gelten heute als Prominente Deutschlands. Alexander Klaffs, der Sieger der ersten Show im Jahr 2002, ist nun ein berühmter Musicaldarsteller. Der vor kurzem verschwundene Daniel Kübelböck nahm ebenfalls an der ersten Staffel teil und schaffte es bis ins Finale.
Später wurde er als deutscher Sänger bekannt. Auch Schlagerstar Beatrice Egli begann ihre Karriere bei DSDS und gewann die 10. Staffel, bevor sie berühmt wurde. Der deutsche Popsänger Pietro Lombardi nahm 2011 an der Talentshow teil. Gemeinsam mit Sarah Lombardi erreichte er das Finale und gewann dort gegen seine zukünftige Frau. So gibt es dieses Jahr ein Comeback in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Denn Pietro Lombardi kehrt als Juror zurück. Sollte Sarah Lombardi auch Teil der Jury werden? Er sitzt gemeinsam mit Xavier Naidoo, Oana Mechiti und natürlich Dieter Bohlen in der Jury. Moderiert wird die 16-Punkt-Staffel wieder von Oliver Geissen, der seit 2015 dabei ist. Momentan laufen die ersten Runden der DSDS-Show 2019. Und obwohl es bereits die 16-Punkt-Staffel ist, nimmt die Beliebtheit nicht ab. Im Gegenteil, die ersten Folgen verzeichneten bereits jeweils Einschaltquoten von über 4 Millionen Zuschauern, wie Quotenmeter. Die berichtet. Gleich zu Anfang der neuen Staffel sorgt Pietro Lombardi für Schlagzeilen. Der DSDS-Juror der Staffel 2019 ist frisch verliebt. Tiefe Blicke, zwei strahlende Lächeln und ein Liebesgeständnis bezeugen das. DSDS-Kandidat Momo Shahine verzaubert den 26-jährigen Juror ab der ersten Sekunde, sogar noch vor dem Auftritt. Zu Hause singt der Teilnehmer am liebsten Pietro Lombardi-Songs und so kannten sich die beiden bereits vor der Sendung über Social Media, wie der Westen. Beschreibt. Der Einzug in den Recall ist dennoch kein Zuckerschlecken für den 22-Jährigen. Momo tritt beim dritten Casting am 12. Januar an und präsentierte die SDS-Jury gleich zwei Songs von Tim Bensko und Namika. Doch die Begeisterung über seinen Auftritt hält sich in Grenzen. War ein bisschen schwach, kommentiert der Gesangsprofi Xavier Naidoo. Für ihn ist das alles ein bisschen zu viel Hauch. Auch Oana Mechiti scheint von Momo nicht besonders begeistert. Ähnlich verhalten fallen die Reaktionen auf den zweiten Song Je ne parle pas français aus. Selbst Pietro Lombardi muss zugeben, Momo, ich hab wirklich viel mehr erwartet. Ihn hat der Auftritt seines Schützlings nicht überzeugt. Aber ich liebe dich, egal was die anderen sagen, gesteht der Sänger mit einem breiten Lächeln. Diese Liebeserklärung kann Momo nur zurückgeben. Das bedeutet ein Jahr von seinem Bruder Pietro Lombardi, außerdem bei DSDS dabei, Alicia Auer, von der nun heiße Fotos auftauchten. Nachdem Dieter Bohlen bei der letzten Folge eine Kandidatin gemein anging, kann er bei der positiven Ausstrahlung von Momo diesmal nicht Nein sagen. Ich glaube, dass die Mädels dich gut finden werden, ist er überzeugt. Außerdem singt Momo, laut Bohlen, besser als sein Idol Pietro Lombardi beim ersten Mal.
Diese kleine Stichelei gegen seinen Jurykollegen kann sich der Produzent dann doch nicht verkneifen. So steht es 2-2 für den Einzug in den Recall, denn Javier und Orna sind weiterhin nicht überzeugt. Doch mit Pietro Lombardi als Jury-Joker ist die nächste Runde sicher. So flirtet sich der 22-Jährige knapp in den Recall und darf sich am Ende mit einem Jubelschrei über den gelben Recall-Zettel freuen. Die Castings der aktuellen DSDS-Staffel laufen zurzeit immer dienstags und samstags um 20. Uhr auf RTL. Gesundheit, Horror, dieses Mädchen kann sterben, wenn jemand neben ihr furzt.